Da kann man nämlich wenigstens noch ein bisschen Kohle machen, weißt. Schade, dass sie noch ein bisschen mehr an noch mehr mitmachen würden. Ja, weiß auch nicht, warum das so ist, warum es immer so schwierig ist, Leute in die Lobbys zu kriegen. Die wollen halt alle genau mehr das machen, was ich am Freitag mit Enrico gemacht habe. In den Online-Lobbys rumhängen und sich gegenseitig abfacken. Na dann. Oh, ich habe keine Reifen. Jetzt sah nämlich gerade so aus, ich stand gerade ohne Reifen hier. Oh, Baby, welches seltene Bild. Oh, das hat sich schnell erledigt. Es bleibt auch selten. Auf einmal kommt noch so eine Baby an mir vorbeigeflogen. Da habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wieso bleibst du mitten auf dem Weg stehen, Baby? Hallo? Yvonne? Controller war leer. Die fährt so vor mir auf die Brücke, aber blub bleibt sie so abrupt stehen. Mann, hast du Glück mit dem Controller, weil der Controller gerade leer war, ne? Scheiße! Ola! Ich hab einen Kopfsalto gemacht. Hast du mehrere Runden eingestellt? Ja, ne? Nee, ist Punkt zu Punkt. Punkt zu Punkt, okay. Aber alles gut, ich hab einfach das falsche Auto genommen, ja. Wir haben gerade mal die Hälfte der Strecke.
sind über 100 Checkpoints. Gerade voll konzentriert. Ja, was willst du jetzt gerade groß sagen? Du ganz vorne, ich in der Mitte und die wollen dann sitzen. Es ist halt es war falsche Aufteilung, aber gut. Ja gut, ist aber normal manchmal. Das war in den letzten Rennen eigentlich auch immer so, dass du meistens ganz vorne warst und ich irgendwo mittendrin bin und die goldenen Ananas gefahren bin. Das ist halt das Problem, wenn man zu dritt ist. Eigentlich gehört der Baby in die Mitte. Oder nach vorne. Ist klar, ist klar! Oha, der schickt jetzt die voll durch das Altruisten-Camp. Und da ist das Ziel! Blub. Backflip durchs Ziel gemacht. Ich habe noch einen Backflip durchs Ziel gemacht. Ja, doch, war unabhängig jetzt vom Ergebnis eine schöne Strecke. Das machen wir. Ja, machen wir das da. Eins von beiden machen wir jetzt. Ja. Ja, lieber das eine da wegen dem dreifach RP. Thank you.
Oh, da tritt einer bei. Oh, sehen wir doch gar nicht. Oh, was süß, Level 17. Hey, so waren wir auch mal. Noch einer tritt bei. Hey, ist doch cool. Warum sind wir Leute? Ja gut, das ist dreifach RP. Ne? Das kann sein, dass ein Ball 52. Das ist doch schön, umso mehr Leute, umso lustiger könnte es werden. Mhm. Naja, dann sind wir zu fünft heute. Oder jetzt. Ja, gucken, was es gibt. Scheiße, da ein bisschen verpennt. Oh, der erste kracht schon mal gleich in den Reifen links da rein. Ja. Oha, oha, oha. Jetzt geht es ungewisse. Oder auch nicht. Da hat sich schon erledigt. Den neuen. Der Sack, Junge, hat aber gerade bitter bereut. Da wollte er mich wegdrehen, hat sich aber so weggedreht, hab mich so weggedreht, dass er am Heck gegen mich gefahren ist, sich weggedreht hat. Ich war nur neben dem. Der Turm hier sieht schon wieder so aus wie, oh Gott. Hm. Hä? Hast du Jackpot verpasst? Ah nee, weil es Looping ist, okay. Okay. Ja, ich hänge nicht allzu weit weg von dir. Ich komme nur gerade nicht hinterher. Ah, das ist der Turm hier. Oha. Hilfe. Oh, oh Gott, oh Gott. Alter Kev! Ja, ich hab's gesehen. Ich bin voll übelst weit geflogen. Ja, du hast mich auch gerade überholt. Ich weiß, ich hab's gesehen, ich bin vor dir. Oh nein. Boah! Blöde Kante. Ja, hab ich aber auch erwischt. Oh! Alter, konnte ich gerade noch so ausweichen. Ich hab sie mit ausgehoben. Schön mit Feuerwerk hier. Wow. Alter, das ist aber eine saugeile Strecke, muss ich schon mal sagen. Ja, das Ambiente hat was. Ja, mir gefallen ja sowieso diese Neon-Bauteile, die finde ich mal super geil. Nein. Das ist knapp. Die beiden anderen sind gerade sich irgendwie gegeneinander am Kämpfen da hinten. Die hängen genau ziemlich nebeneinander. Runde 2 von 2. Bin ich da runtergefallen, das ist ein bisschen ernsthaft. Ja.
Okay, der eine ist jetzt schon das Ziel. Oder ja, das ist das Ziel. Da ist das Heftige mit dem. Uah! Ich bin fast beim Zaubern geflogen. Nein, 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 nein. Oh, shit. Hat sich ausgehebelt oder was? Irgendwo? Na, ich bin gelandet und da hat's mich gedreht. War nicht richtig gerade. Oh nein, jetzt kommt die Scheißstelle. Aber jetzt bin ich diesmal etwas besser durchgekommen. Da, wo es mich an mir ausgehebelt hat, bin ich diesmal durch. Ich hoffe, dass ich jetzt sauber lande. Ah, passt. Okay, Platz ist genug da. Das mit dem Feuerwerk hier oben ist echt eine geile Stelle. Eine ist schon wieder tot. Oder was? Jetzt auch nicht mitgerechnet. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Na gut, aber weil es dich in dem Moment ausgehebelt hat. Ich hätte in der ersten Runde geholt. Ja, das ist eine krasse Stelle da. Du fliegst halt wirklich da senkrecht nach unten. Und wenn du das Auto nicht richtig ausrichtest, bei der Landung, weil die auch noch so schräg ist. Ja, das hat sich, aber mich hat es immer in der Röhre da, wo du gesehen hast, hat es mich ausgehebelt. Nicht bei der Landung, sondern auf der Röhre dort. Ich weiß, weil dann die Strecke von gerade zu geschwungen wird und da hast du so eine Kante. Ich bin gerade noch so vorbei an dir, das hat dich gedreht, ich habe dich noch gesehen, wie der Name auf mich zugeploppt kam. Sehr, wie es jetzt gerade den einen da weghaut. Auf jeden Fall Daumen hoch für die Strecke, die war sehr geil. Ja. Oh, 25.000 fest. 5 Sekunden war es am Ende. Ja, gut, wir waren irgendwie 10 Sekunden auseinander die ganze Zeit. Also, so wirklich weit weg war es nicht. Der eine zieht auch mit. Gefällt mir.